Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Süßspeisen des 19. Jahrhunderts. Wir machen Kaiserschmarrn heute. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie es sich erstmal vielleicht anhört. Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer. Entstanden durch einen Unfall aus Palatschinkenteig. Da werde ich euch gleich mal was zu erzählen, warum. Ja. Was wir brauchen ist folgendes: Wir brauchen 3 gehäufte Esslöffel Mehl. 3 Häufchen Mehl, dann 2 Esslöffel Zucker. Ich nehme mal jetzt hier auf den Streuer. Das passt. 1 Päckchen Vanillezucker. Und 1 Teelöffel Backpulver. So. Als nächstes eine Prise Salz. Dann 4 Eier, die habe ich jetzt schon mal aufgeschlagen, damit wir das hier nicht am Thermomix machen müssen. Und 200 Gramm Schmand. Also ein Becher sozusagen. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischt. Zeit verrückt. Als nächstes brauchen wir natürlich eine Pfanne und etwas Butter in die Pfanne rein und los geht's. Den Teig in die Pfanne und stocken lassen. Viele Gerüchte ranken sich um die Entstehung des Kaiserschmarrns. Ich habe da mal im Internet geschaut, da gibt es unendlich viele Geschichten, genauso wie es auch unendlich viele Rezepte gibt. Eine Geschichte besagt, dass es wirklich ein Unfall war, dass der quasi ein Omelett machen wollte oder Palatschinken und der Koch des Kaisers und der ist ihm missglückt und dann hat er ihm den quasi zerbröselt und zerfetzt und hat das so serviert, als müsste das so sein und hat es dann halt eben Kaiserschmarrn genannt. Ja, um sich quasi da rauszureden. Wie auch immer es entstanden ist, es schmeckt sehr, sehr gut. Und ich fange jetzt mal gleich an zu zerreißen. So, ich habe jetzt den ganzen Teig hier reingemacht. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen schneller quasi reißen und rühren. Aber das ist egal, weil es ja eh zerfetzt wird. Alles sind eh alles kleine Stückchen. Die Temperatur habe ich auch noch ein bisschen gesenkt. Ganz toll dazu sind natürlich Rosinen nachher oben drauf. Man kann die übrigens auch schon vorher in den Teig machen. Ich streue die nachher einfach oben drauf. Ein bisschen Puderzucker, da vielleicht frische Sahne, Schlagsahne. Sieht aus, als wäre es fertig. Nein, es ist fertig. Wie gesagt, ihr könnt natürlich in diesen Teig auch Apfelstückchen und Rosinen direkt reinmachen. Man kann auch ein bisschen Ahornsirup nachher noch drüber gießen, um das Ganze ein bisschen einzuköpfen. Ich mag aber so die klassische Garnitur. Einfach ein bisschen Puderzucker drauf, ein paar Rosinen dazu und dann reicht mir das eigentlich. Das ist so eine ordentliche Portion, denn es ist auch Mehlspeis, da wird man sehr satt von. Klein bisschen Rosine und hier aus der patentierten Puderzuckermühle ein klein wenig Puderzucker drauf und fertig ist der Kaiserschmarrn. Ja, 3 bis 4 Portionen kriegt man da auf jeden Fall raus als Dessert. Ich mag das sehr gerne. Ich kenne übrigens auch Leute, das solltet ihr vielleicht mal probieren. Ich habe es noch nicht probiert, aber irgendwann werde ich das mal tun. Die essen das mit Preiselbeerkompott. Ja. Muss angeblich sehr, sehr gut schmecken. Probiert das gerne mal aus. Vielleicht habt ihr auch eigene Rezepte, Ideen, wie man eine Mehlspeise wie diese hier vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Das hier ist halt eben das klassische Rezept. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ist eure Meinung dazu? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich hier unseren Kanal vom Wunderkessel, denn wir haben jede Menge tolle Rezepte, Tipps und Tricks rund um den Thermomix. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bevor ich jetzt mich verabschiede, muss ich aber noch probieren, denn ich koche hier nicht umsonst.